Ah, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dave the Diver Livestream. Zu einem weiteren im entspannten Abend. Ja. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, das Seevolk getroffen. Wir haben jetzt so langsam, aber sicher, den ersten VIP-Gast zu Besuch demnächst. Da oben rechts steht es ja, VIP-Strichtag. Der sollte heute auftauchen. Und ich habe heute tatsächlich die allererste Folge geschnitten. Also für YouTube. Ja. Sonst habe ich in der Hinsicht nicht gerade viel zu erzählen. Ich muss mir gerade den Controller schnappen, der liegt hinter mir. So. Was ist denn überhaupt mein Plan heute? Neben Gumm der Gourmetprüfung von Vincent. Wir müssen ein Mikrofon noch finden und eine Steintafel. Das wird lustig. Ach ja, wir haben uns letztes Mal auch mit diesen einen Navy Seals angelegt, der für diese eine Gruppe da aktiv ist. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, wie die heißt. Die war mir zu unwichtig. Entschuldigung, ist das so? Die sind irgendwie überhaupt nicht präsent. Ich muss mal kurz gucken. Konnte ich noch irgendwas kaufen? Mich regt das übrigens immer noch auf, ne? Nach wie vor, dass der mir hier nach wie vor die Xbox-Controller-Steuerung anzeigt, ne? Ich spiele mit einem PlayStation-Controller. Also mein X, was ich auf dem Controller habe, ist nicht das X, was da auf dem Bildschirm ist. Genauso mit dem Y, das ist bei mir viel ein Dreieck. Und das verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. Sag mal, kann ich die Anzeige nicht irgendwie umstellen, wenn das einer von euch weiß? Dann schreibt mir das mal. Kann ich irgendwas kaufen, bevor ich nach da unten wandere? Hier schon mal nicht. Wir können das Scharfschützengewehr heute auch endlich mal herstellen. Stimmt ja, dafür hatte ich letztes Mal das Material gesammelt. Wartet. Ich habe mich übrigens mittlerweile entschlossen, je nachdem, wie ich den Schnitt mache, die Animationen drin zu lassen oder nicht. Aber auf jeden Fall Scharfschützengewehr. Ach, ich liebe diese Sequenzen. Das ist einfach immer wunderschön. Nein, ich will es nicht ausrüsten. Wir hatten letztes Mal auch die Netzkanone ausgetestet. Ich finde immer noch, dass momentan. Ich hoffe einfach, dass man die später verbessern kann. Der Set-File irgendwo ein bisschen praktischer ist, weil mit dem kann ich auch die größeren Viecher, also diese mittelgroßen Fische, betäuben. Da ist halt eher so, wenn ich im Massen fangen will, ist das praktisch. Was ich mich übrigens auch gefragt habe, könnte ich mir nicht damit vom Prinzip her so ein bisschen Geld farmen, dass ich jetzt sage, hey, ich stelle die her. Ach, schon wieder diese schöne Sequenz. Ich liebe es einfach. Das ist sogar meine Lieblingssequenz bei ihm. Ach, und ich wollte mich ab heute eigentlich auch eher mehr so in die rechte Ecke hier setzen. Damit ihr die Sauerstoffanzeige bei mir besser sehen könnt. Eventuell verdecke ich jetzt das ein oder andere rechts. Aber mir ist es lieber, dass ihr die Steuerung seht. Ja, die Sauerstoffanzeige und auch den Fracht seht. So, kann ich mir vom Prinzip her so Geld erfahren? Wenn ich Bock drauf habe. Ich habe jetzt ein zweites Ding gebaut. Boah, so könnte ich mir ein kleines Taschengeld machen. Obwohl, das selber zu basteln kostet mich, glaube ich, auch was, ne? Ja. Außer ich nehme das Unterwassergewehr. Ich kriege dasselbe zurück, was ich da bastel. Okay, diesmal überspringe ich. Okay, bei ihm kommt immer die Sequenz. Aber so könnte ich mir doch vom Prinzip her Geld farmen, oder? Na gut, wenn die was wert werden.
Habe ich nicht zwei hergestellt? Ich muss mal eben kurz in mein Inventar. Also, ich nehme mal weiter die in Schlaffall, ne? Und dann fangen wir jetzt mal auch endlich an, ins Wasser zu hüpfen. Mein Plan mit Geldfarben, indem ich die Sachen einfach immer und immer wieder crafte, klappt nicht. Ich will gerade nur sehen. Ja, ich verdecke so ein bisschen da was. Wartet, ich mache mich mal ein ganz kleines bisschen kleiner. Ich und meine beiden kleinen Freunde. In der Hoffnung, dass ich dann wenigstens nur einen Teil verdecke. Ja, jetzt seht ihr zumindest noch meine Objekte, die ich dabei habe. Man kann ich euch mitnehmen. Warte mal, was waren denn überhaupt nochmal die Informationen? Also als erstes hatten wir ja letztes Mal noch eingesammelt. Ich muss ein Mikrofon finden. Okay, wir müssen einmal in den Aufzeichnungsraum des Seevolks und ich muss unterhalb des Schiffswracks ein Mikrofon finden. Das Schiffswrack war mehr so in der rechten Gegend. Oh, eine unechte Karettschildkröte. Warte, was? Ein Bild einer Schildkröte ist einfach ein Muss. Alles klar, Zeit für ein Foto. Ach, ich kann ja jetzt auch Fotos machen. Wartet mal. Für die Fotos packe ich mich auch mal aus dem Bild. So, wo ist die Schildkröte? Da ist die Schildkröte. Komm zurück! Okay, ich habe Foto verkackt. Weil nicht richtig gezoomt war. Perfekt. So, hier muss ich was mitnehmen. Da liegt schon mal ein sicher irgendwie nicht. Als ob ich dafür jetzt Platz machen muss. Ganz ehrlich, dann schmeiße ich den Papageienfisch weg. Jetzt brauchen wir nur noch das Mikrofon. Ich habe auch das Gefühl, dieses Wrack ist jedes Mal woanders. Hoffentlich ist hier eine Luftkapsel. Also ein O2-Behälter. Da ist das Mikrofon und direkt daneben ist das, was ich mir erhofft hatte. Luft. Ich muss natürlich erst was wegwerfen. Irgendwas Schweres. Die Quallen beheiligt, diese wiegen nicht sonderlich viel. Den Titanendrückerfisch muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Die Pferdemakrele. Ich weiß nicht mal, warum ich dich dabei habe. So, und wieder raus. Ich will ehrlich gesagt eigentlich kurz noch gucken. Ich weiß ja, dass da eh eine Fluchtkapsel ist. Es gibt ja so spezielle Karten. Ist hier jetzt ein neuer Boss-Gegner? Also so ein Mini-Boss, irgendein Hai?
der jetzt den Platz des Viehs eingenommen hat. Ich will halt schon wissen, was hier rumschwirrt jetzt. Hier schwirrt Salz rum. Diese Gegend wird jetzt von Salz beheimatet. Ja, da kommt Dr. Bacon. Wow, du musst einen Haufen Orte abklappern. Und du hast ja alles gefunden. Das nenne ich Glück. Da werde ich versuchen, in meinem Labor einen Übersetzer zu bauen. Ich werde etwas Zeit dafür benötigen. In der Zwischenzeit kannst du deinen Geschäften nachgehen. Ich melde mich bald wieder. Oh, ciao. Dann mal zurück zu unserem Laden. Vielleicht kann ich ja noch irgendwen von unseren Leuten aufwerten. Hallo zusammen, hier ist Yui von Die Besten Köche. Wir sind wieder bei Banzo und Bencho Sushi. Ich frage mich, welches Sushi der Koch vorbereitet haben wird. Ich habe Quallen-Sushi vorbereitet. Qualle? Das passt doch eher zur chinesischen Küche. Hast du wirklich gedacht, du könntest wenigstens Yamaoka mit einer nicht traditionellen Zutat irgendwie beeindrucken? Keine Chance. Du bezeichnest dich selber doch als Feinschmecker. Vielleicht solltest du erst einmal probieren, bevor du urteilst. Also schön, dann bring es rüber. Also gut, ich werde dir eine Portion Quallen-Sushi bringen. Oh. Eine neue Sequenz? Ach so, das ist sogar noch vor dem eigentlichen Hauptgang heute. Warte, dann packe ich mich nochmal aus dem Bild, weil ich rechne mit einer weiteren Sequenz. Das ist also die Qualle, ja? Ihr Fleisch ist ganz durchsichtig. Und die weißen Punkte sehen sogar recht hübsch aus. Was? Das wurde mit zusammengedrückten Reis zubereitet? Wer es kann Maki verwenden sollen, damit er nicht abbröckelt. Es wird noch trocken, probier es bitte. Es ist schon gewürzt. Es wird scheußlich schmecken, aber ich bin im Fernsehen, also was soll's. Benson, dieser Gesichtsausdruck. Es ist exzellent. Ich schmecke das mir vom ersten Bissen an und das Quallenfleisch ist dicht und saftig. Und irgendwas platzt da in meinem Mund beim Kauen. Könnte das Regenbogen des fliegenden Fisches sein? Moment, nein, der ist kleiner. Kaviar? Nein, der würde den Quallengeschmack überdecken. Ist das etwa... Ja, ich habe die Qualle auf ein paar Meertrauben gebettet. Saftige Quallen und Meertrauben, hm? Das ist... Das Meer! Ich merke das Meer! Das Meer, wo alle Schnecken tanzen und steppen. Ich muss zugeben, dieses Sushi ist hervorragend und zeugt von einer tiefen Kenntnis der verwendeten Zutaten. Aber warum eigentlich diese exotischen Zutaten, statt die schon bewährten zu nehmen? Der erste Grund ist der Geschmack. Qualle hat einen milden Geschmack bei gleichzeitig festem Fleisch, wodurch man sie perfekt mit Geruch und Geschmack von Meertrauben kombinieren kann. Und der zweite Grund ist das schiere Potenzial. Es gibt so viele Zutaten da draußen. Sich nur auf ein paar klassische Zutaten zu beschränken, würde bedeuten, all die unendlichen Möglichkeiten zu ignorieren. Danke für dieses tolle Schlussplädoyer, Bancho. Aber jetzt ist der Moment für die Bewertung gekommen, Vincent. Gut, dann fangen wir mit der Bewertung an. Der Moment ist gekommen. Vincent schien das Quallen-Sushi sehr zu mögen. Und Herr Bancho ist der Erfinder dieses Gerichts. Und... Vergibst du? Ich gebe Bancho Sushi 80 Punkte. Ist das nicht etwas niedrig? Du warst doch so begeistert. Ich werde es erklären. Das Sushi war in der Tat köstlich, aber das Ambiente lässt doch etwas zu wünschen übrig.
Es geht ja nicht nur ums Essen. Die Tatsache, dass man hier nur einen grünen Tee bekommt, bei diesem wunderschönen Ozean, direkt vor der Tür. Romantik. Hier fehlt es an Romantik und einem gewissen Verständnis für Kunst. Daher nur 80 Punkte. Aber als besondere Belohnung gibt es von mir einen Kühlschrank. Wenn man hier in Zukunft ein kaltes Bier bekommen würde, würde ich sogar 100 Punkte geben. Das wäre perfekt. Wow, bin ich nicht anders von dir zu erwarten, Vincent. Das war ein richtig guter Tipp. Und wie hat euch heute die besten Sterneköche gefallen? Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein kaltes Bier mit dem ausgefallenen Sushi von Bancho Sushi. Bis zum nächsten Mal, euer Yui. 1000 Gold und 50 Likes. So, jetzt packe ich mich auch wieder ins Bild. Oh, sie werden jetzt nach dem Bier auch noch fragen. Wow, Bancho, das war großartig. Sogar dieser Snap Vincent hat dich gelobt. Er hat wohl wirklich einen guten Geschmack. Und mit dem letzten Kommentar hatte er nicht unrecht. Sollen wir ab jetzt auch Bier verkaufen? Ja, klingt doch gut. Ich würde euch gerne trainieren. So, dich habe ich einmal trainiert. Dann trainieren wir dich auch noch. Kann ich dich auch noch trainieren vom Geld her? Ja, kann ich. Er hat etwas vorbereitet. Einmal Training geht noch. Ich würde erstmal im Essbereich jemanden ausbilden. Sternkugelfisch Nigori-Rezept gelernt. So, nochmal bitte auf Deutsch. Sternkugelfisch Nigori. Agar und Kugelfischhaut gemischt und gehärtet. Sieht schön aus und verströmt einen intensiven Kugelfischgeschmack. Okay. Die Leute sowas mögen. Ach, ich habe nicht genügend. Ich war schon auf die Sequenz gespannt. Ach, dich kann ich ja auch noch trainieren. Schon mal die Vorbereitung für den nächsten Koch. Oder auch nicht, weil der für mich das Reinigen übernehmen kann. Ach, guck mal, für ein Bier kriege ich auch 30 statt nur ein. Jetzt habe ich meine Sequenz. Ultra episch. Der wird mich aufschneiden. Ich weiß, das war gerade sehr, sehr makaber. Er weiß halt schon, dass er auf dem Tisch landen wird. Mehr Traubenquallen-Sushi. Ach, das kann ich jetzt auch servieren. Boah, bringt das Cash! Okay, ich sammle ab sofort nur noch diese Wurzelmundquallen. Alter, bringen die Geld! Ihr kommt auf den Tisch? Du bist nichts wert. Ja, passt. Ich will eh nur zwei auf den Tisch packen. So, die Maracuda. Ach, ich hätte vielleicht die Liste erstmal durchgehen sollen hier. Eco-Watcher. Erstmal gucken, dass alles abgegeben wird, was abgegeben werden muss. Ja, dann hätte ich nämlich noch den Barracuda dafür gehabt. Zeit, den Sushi-Laden zu eröffnen. Wie funktioniert das jetzt mit mir? Muss ich das hier holen oder mache ich das auch vor Ort? Ich bin so froh, dass ich Angestellte habe, die für mich die ganze Arbeit machen.
Ich kann faul sein und mich zurücklegen. Ach, ihr macht das schon, Mädels. Aber das erste Bier würde ich schon gerne selber einschenken. Okay, circa 20% mit Schaum füllen. Das geht besser. Das war perfekt, hallo? Das war das schönste Bier, was ihr je gesehen habt. Immer diese Kritiker. Ich muss das Wasabi jetzt mal nachfüllen. Könnt ihr auch Bier nachschenken? Nee. Oder doch, die können. Sprint. Oh, so viel Cash. Und da ist wieder mein Dr. Bacon. Der mich immer hungrig macht mit seinem Namen. Ich habe versucht, es allein zu schaffen. Aber es war zu schwierig. Ich habe mir ein bisschen Hilfe von Duff beschafft. Dank seiner Hilfe können wir die Worte, deine Worte nun auch in die Sprache des Seevolkes übersetzen. Wow, ich bin auch neugierig, was sie zu sagen haben. Jetzt muss ich mich wieder zum Standort des Seevolkes zurückbegeben. Das heißt erstmal 10 Milliarden Jahre runtertauchen. Oh, da will was. Worum geht es? Ich habe Zeit mit Leos Schanden verbracht und in Ruhe nachgedacht. Dabei wurde mir klar, dass der Meister von Ehre anderen das zurückgibt, was sie ihm gegeben haben. Sag mal, Dave, bist du zufrieden mit deinen Waffen? Sie sind in Ordnung, sie könnten aber stärker sein. Dann ist es wohl der Zeit, dass ich ins Spiel komme, sozusagen. Ich kann dir aber helfen, deine Waffen zu verbessern. Sie verbessern? Und wie machst du das? Ich verstärke sie und baue diverse Extras ein, in sie ein, wie Gift- oder Stromeinheiten. Aber es gibt ja eine wichtige Sache zu bedenken. Nur Waffen, die hergestellt wurden, können verbessert werden. Aber das hast du dir leicht schon denken können. Oh, verstehe, Waffenverbesserung, das klingt ziemlich nützlich. Duff, du bist cooler, als ich gedacht habe. Was soll das denn heißen? Ich versuche doch nur der beste Meister für Leerschaden zu sein. Ich glaube, ich habe hier eine inadäquate Erklärung gegeben. Jetzt kehre ich wieder in meine Feenwelt zurück. Auf Nimmerwiedersehen. Dann hast du irgendwie dir Tingle als Vorbild genommen? Oder warum Feenwelt? Du kannst deine Schusswaffen jetzt in Duffladen Waffenladen verbessern. Mit Geld oder mit Materialien? Ach, beides. Erstmal Cookstar gucken. Ich mag ja keinen Fisch, aber es sieht trotzdem irgendwo lecker aus. Okay. Du kriegst ein Like. Dafür kannst du nicht, dass die Katze nicht richtig auf dem Foto ist. Ich hatte selber das Problem, dass meine Katze nicht stillhalten wollte. Oder mein Hund. Naja, meine Katze ist ja leider nicht mehr. So, die Frachtkiste auf jeden Fall aufbessern. Luft habe ich erstmal genügend. Muss ich dafür hier in das Menü oder wo verbessere ich die? In seinem Shop oder nicht? Ach, bei Upgrade. Fängt 7 Fische auf einmal, dafür brauche ich ein paar Seile. Violetter Seestern. Amethysterz. Alter, was braucht man denn alles, um das Zeug zu verbessern? Ach, guck mal, dann wird das auch zur mittleren Netzkanone und zur großen Netzkanone.
Ja, so ein Schlafsniper wäre eigentlich auch ganz geil. Dafür müsste ich Sepias fangen. Das wäre geil für Bosskämpfe. Wie kriege ich denn den Sack von denen da raus? Okay, interessant alles, was man hier basteln kann. Warte mal, ich merke mir zuallererst, was brauche ich für die Netzkanone, um die aufzubessern. Da brauche ich nur Seile, da kann ich mir ja merken. Die violetten Seesterne, kein blassen Dunst, wo die überhaupt sind. Ich habe bisher nicht mal einen violetten gesehen. Okay, ich nehme auf jeden Fall 2 Seile mit. Vermerkt. Hat das Geld gekostet? Nochmal in den Laden gucken. Ja. Aber nur so 100 bis 200. Okay, das kann ich ja easy beschaffen. Hast du was Schönes für mich im Angebot? Tintenbombe. Das wäre ganz nützlich, wenn ich den Hai gerade nicht wirklich will. Das nehme ich mal mit. Und nehmen wir mal auch Sauerstoffkapazität. So, dann gucken. Dann gönne ich mir noch ein bisschen mehr Luft. Ich glaube, das Tauchanzug-Upgrade, das brauche ich momentan überhaupt nicht. Weil ich glaube, tiefer als 200 Meter komme ich, glaube ich, eh zurzeit nicht. Ah, runter, ne? Und ich mache es jetzt eben kurz in Dave nach. Der hat sich gerade eingesoffen, ich sauf mir auch ein. Da war doch auch irgendwie so ein Spruch für Taucher, ne? Schwimmen wie ein Fisch und auch trinken wie einer. Und machen, denken sich das eher so die Säufer. Und nicht einfach nur mit Wasser. Ah, jetzt habe ich bei EcoWatch auch überhaupt nicht auf dem Schirm, was die noch alles haben wollen. Du kannst jetzt Schusswaffen, Harpunenspitzen und andere Waffen zerlegen. Verwende die beim Zerlegen erhaltenen Waffenfragmente, um DAF mit der Verbesserung deiner Waffen zu beauftragen. Okay. Okay, das Zerlegen dauert echt lange. Ihr seid die Spiegeleiquallen. Ja, ich nehme auch mal ein paar von euch mit. Verdammt, da ist ein Fisch dazwischen geschwommen. Lass dich wenigstens einsammeln, wenn ich dich schon aus Versehen treffe. Ach, warte, da fällt mir ein. So. Ja! Moa, ich hab dich zweimal in die Luft gejagt. Was sagst du dazu? Das ist trotzdem Stufe 2. Wie hoch ist die Prozentchance, dass die was droppen? Also ist das erstens bei Sternen unterschiedlich und zweitens... wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit generell? Danke. Hm? Was ist das denn? Was ist mit dieser seltsamen Koralle? Hallo? Wie sind das denn die Tintenfische da oben? Oh, hallo! Ist mein neuer Freund?
glaube nicht. Wehe, die Fischis da oben schlafen gleich nicht mehr. Igel, dieser Tintenfisch hat mich mit Tinte vollgesprüht. Warte nur, bis ich dich in die Finger kriege. Ich komme. Warte, jetzt erstmal gucken. Der eine schläft noch. Wenigstens den einen, der geschlafen hat, wollte ich mitnehmen. Ach, der will mir was zeigen, oder wie? Hab ich mich endlich eingeholt. Du bleibst jetzt. Ich glaube, ich hätte mir die Bomben aufsparen sollen. Oh nein, er ist durch einen Türspalt entkommen. Oh, da passe ich aber nicht durch. Aber da fällt mir ein, ich könnte doch den Brennschneider von Duff benutzen, um mich durchzuschneiden. Warte nur, Tintenfisch. Und das nur, weil er einmal kurz was getan hat. Oh, mein Lieblingsminigame. Einfach einen Kreis folgen. Und aufgeschnitten. Fangen wir mal den Tintinfisch. Gut, jetzt kannst du mir nicht mehr entkommen. Gib auf. Heute gibt es wohl Tintenfisch-Sashimi. Ach komm. Oh nein, er ist wieder entkommen. Er ist so schnell. Aber ein Artefakt. Er scheint etwas freigelassen zu haben. Scheint ein Artefakt zu sein. Das sollte ich an der Oberfläche identifizieren. Ich habe kurz überlegt, die Luft mitzunehmen, aber ich bin eh voll. Das hätte wenig Sinn gehabt. Das wäre so gesehen für ein einziges Teil. Ich nehme ab sofort alles an Materialien mit. Bombe brauche ich eh nicht. So, wer das Fischvolk? Da bin ich. Probieren wir mal Dr. Bacons Seefolk-Übersetzer aus und sehen mal, wie er funktioniert. Kannst du mich hören? Was? Wie kann ein Mensch unsere Sprache sprechen? Eine interessante Kreatur. Dein Körper sieht anders aus als jener der Menschen, die wir gelegentlich sehen. Nun, wie dem auch sei. Gut, ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Tuvam. Unter uns Tiefenbewohnern und du hast gesagt, dass du uns Seevolk nennst, richtig? Man könnte behaupten, dass ich der mutigste und coolste Mann unter ihm bin. Tuvam, schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Dave. Dave, in unserer Sprache klingt der Name sehr ähnlich wie kaputter Klodeckel. Was ist los mit dieser Kreatur? Wie dem auch sei, die Person, die hier liegt, ist die Tochter des Häuptlings des Seevolkes. Ein Dorfes Ramu. Sollte sie von diesem blöden Riesenkalmar entführt wurde, liegt sie bewusstlos da. Wenn ich früher davon erfahren hätte, dann hätte ich diesen Kalmar schon mal ein bisschen gezeigt. Ich will nicht so viel darauf ein, diese unbedeutenden Kalmar erledigt zu haben, Mensch. Ich bin derjenige, der Ramu bewacht. Du bist wirklich ein ganz schön lauter Kerl. Auf jeden Fall scheinst du etwas loswerden zu wollen. Also schieß los. Oh, ach das. Damit Ramu wieder gesund wird, brauchen wir ein paar Heilkräuter. Ich kann nicht fort, weil ich hierbleiben und mich um sie kümmern muss. Mensch, du musst ein paar Heilkräuter beschaffen, damit Ramu sich erholen kann. Die Federkoralle und die Lilienkoralle wachsen beide in dieser Gegend. Bitte bereite sie so zu, dass sie essbar sind und bring sie zu mir.
Sie essbar machen? Wie mache ich das denn? Das musst du selbst herausfinden, Mensch. Such dir einen Koch, der dir dabei hilft oder so. Sie ist krank, also kann ich die Hilfe nicht verweigern. Peter Koralle und Linienkoralle, Ich werde mich wohl erst einmal umsehen müssen. Okay, ich muss wahrscheinlich noch mal ein bisschen Inventarplatz freilegen. Ach komm, das Ding ist eh fast leer. Vielleicht ist hier eine dieser Korallen. Das ist ein Gotteslachs. Sieht aus wie ein Sonnenbarsch. Ich habe noch nie einen gesehen. Nimm dein Bild als Andenken auf. Einen Moment. Nein, ich habe schon wieder verkackt. Ich habe Fischis. Wieso verkacke ich das immer? Ach, guck mal, der ist nochmal zurückgekommen. Da ist was Böses. Ich weiß, was mein Problem ist. Ich muss ja gedrückt halten. Ey. Kommt noch mal ins Bett. Nein. Komm ins Bett zurück. Vielleicht beide gleichzeitig. Dann muss ich aber weiter auseinander. Da kommt der Kleine. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab mal A gedrückt gehalten. Da ist die andere Koralle. Eine Krabbe. Ich will die Krabbe mitnehmen. Okay. Ich passe gerade auf, dass der Hai mich nicht sieht. Dann halt so. Kann man die nicht fangen? Vielleicht muss ich ja hacken. Die Krabbe juckt das nicht. Hier ist auf jeden Fall Luft. Was muss ich tun, damit ich eine Krabbe mitnehmen kann? Ach, wahrscheinlich mit der Schaufel. Okay, ich warte einmal, bis der Hai nach rechts geht. Oder ein bisschen höher. Ja, so geht es. Es war eine Krabbe und keine Spinne. Wenn ich so drüber nachdenke, ne? Warum nehmen wir nicht den Hai mit, statt dem stinknormalen Hai? So faulig kann ich mir ja gleich wiederholen. So, komm näher. Komm näher. Ja, noch ein Stück. Aua!
Okay, er ist tot. Ich muss 100 pro was wegwerfen. Den Rückweg sollte ich schaffen. Da war ja auch noch so ein Teil. Das hatte ich ja extra nicht mitgenommen. So, das werfe ich mal weg. Und hoffe, dass es vom Gewicht her passt. Nee, ich muss noch mal was wegwerfen. Will ich mitnehmen. Ein Riesenmaulhai. Ach komm, schmeiß ich ein paar Sepias weg. Zum Glück habe ich das Speed-Ding auch noch. Einmal ganz kurz gucken. Ach guck mal, da ist auch dieser violette Seestern. Den findet man hier unten. Es scheint, als hätte ich alles besommen, worum mich dieser kleine Halbfisch gebeten hat. Er wollte, dass ich diese Koralle essbar mache, richtig? Ich werde Pancho um Hilfe bitten müssen. Und was ist unser Artefakt, das sie unterwegs eingesammelt haben? Tintenfischarmband. Ein Armband, das bei der Jagd auf einen fiesen Tintenfisch in einer abgelegenen Ecke gefunden wurde. Was bringt mir das denn überhaupt? Bevor ich es anlege. Löst das Tintenfischarmband aus, um mit dem Sprint-Taste über kurze Distanzen zu spritzen. Dabei wird kein Sauerstoff verbraucht, aber die Anzeige muss sich wieder auffüllen. Okay, das ist eigentlich ganz praktisch. Oh, du hast ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Oh, ein Gotteslachs. Was ist, dass Gotteslachse Warmblüter sind? Oh ja, das habe ich schon einmal gehört, glaube ich. Schon erstaunlich, dass einige Fischarten Warmblüter sind. Das Meer ist voller Geheimnisse. Ich werde dein Foto an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Einfach Pancho anrufen. Bitte. Worum geht's? Möchtest du vielleicht lernen, wie man kocht? Nein, ich möchte dich fragen, ob du bestimmte Zutaten gebrauchen kannst. Ach so, okay. Er sagt, nein, nichts Besonderes. Ich muss immer noch so einen Tierbeinknochen finden. So, Upgrade. Netzkanone. Okay. Warte mal, nur für den Fall. Schön, um mal wieder eine neue Sequenz zu sehen. Ja, jetzt ist die besser auf jeden Fall. Und nochmal mehr Seile. Dann habe ich die große Netzkanone. Das macht nur das Magazin größer um ein. Alter, wie viele Fragmente willst du von mir? Kann ich nichts bauen. Naja, was diesen violetten Seestern angeht, wissen wir ja jetzt, wo wir den finden. Was genau will er von mir? Will nur mitteilen, dass ich diese drei Sachen herstellen kann? So, ich habe jetzt eine mittlere Netzkanone. Nice. Das darfst du mir einmal verkaufen.
Dafür verkaufe ich dir das. Davon brauche ich eh nur einen. Ich gehe mal zu Banjo eben kurz rüber. Diese Koralle muss also so zubereitet werden, dass sie für das Seevolk leicht zu verspeisen ist. Nun, ich denke, wir können es mit einer Art Brei versuchen. Gib mir einen Moment. Perfekt. Bitte sehr, ich habe die Koralle aufgeweicht, damit man sie leicht essen kann. Das sollte also passen. Oh, danke, Banjo. Wow, danke, Banjo. Du bist echt schnell. Also gut, bringen wir das zu Ramo. Das wäre damit dann wohl auch geklärt. Dich kann ich ja verbessern, ne? Sein Training geht halt weiter. Fällt mir ein. Guck's da. Wir können den Rangaufstieg machen. Das Cookstar-Rating geht hoch. Was wollten Sie von der Katze? Wir haben neue Rezepte. Ich kann mich eigentlich, glaube ich, direkt aus dem Bild lassen. Wir können ein weiteres Küchenpersonal jetzt in die Küche lassen. Was genau will da von mir? Ja, einen Teil können wir erforschen. Ja, einen Leopard-Forellenmarsch haben wir noch nicht. Wir haben eh gleich eine Sequenz. Das könnte man nehmen. Sternkugelfische habe ich. Dann nehmen wir das. Ist so ein bisschen traurig, dass es dafür nur eine einzige Sequenz gibt und keine unterschiedlichen wie bei den anderen. Mir übrigens egal, wenn mich irgendwer da verhaten will von euch, dass ich den Avatar ab und zu aus dem Bild packe. Ich mache den immer bei Sequenzen aus dem Bild. So, er kann jetzt mit beim Kochen helfen. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke... Ich nehme ihn, weil dann habe ich jemanden, der reinigen kann. Erstmal drauf gepfiffen, dass die nicht so gut im Kochen ist. Oder könnte der auch von dort hinten aus reinigen? Müsste ich mal ausprobieren. Probieren wir das erstmal aus, ob das vielleicht geht. Dass er auch von dort aus reinigt. Ansonsten kommt er wirklich nach vorne. Ja, jetzt mal eben kurz sehen, wie viel ist das wert? 95 von Anfang an. Okay, diesen Riesenmaulhai, den sollte ich eventuell nochmal mitnehmen. Ach, ich habe jetzt auch gar nicht bei der Krabbe geguckt. Leute, wo ist mein Geld hin? Ich will ja nichts sagen, ne? Weil das ist eine Krabbe. Sind Riesenmaulhaie nicht eigentlich eher mehr so Richtung Vegetarier? Ach, guck mal, es gibt sogar ein paar, die nur so Picture-only sind, also Foto-only. Also
Also welche, die man nicht fangen kann. So, habe ich jetzt eigentlich die Chance, denselben, also dasselbe Foto nochmal zu machen, da unten links? Da ist ein Wal! Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Buckelwal. Wow, das ist ein Buckelwal. Er ist so groß, dass das blaue Loch gegen ihn klein wirkt. Foto? Der ist so schnell, ich komme nie hinterher. War geil, mal einen Wal zu sehen. Ich habe dieses Tintenfischding nicht ausgerüstet. Komm her. Da habe ich gleich zwei Fische gekriegt. Ich hatte mir erhofft, dass wenn ich schon eine große Netzkanone habe oder eine mittlere, dass ich dann auch die fangen kann. Katzenfutter? Soll ich es Momo geben? Natürlich! Mieze Katze freut sich. Bedenkt, dass ich vorhabe, da unten den Hai zu fangen, ne? Nehme ich das Scharfschützengewehr lieber mit. Oh, Violett. Erkennt es nicht, das gute bestückte Gummihühnchen. Und der Witz ist, es ist stärker als mein Schwert. Ich habe ihn erst in die falsche Richtung gedreht. Und beim zweiten Mal habe ich mir nicht mal Mühe gegeben. So, wollte gerade sagen, die UV-Lampe, die brauche ich hier mehr. Komm, ich gehe erst auf den Hai, bevor ich zu denen gehe. Da ist auch Luft, falls mich der Kampf was abverlangt. Aua. So. Da ist er. Ey, guck mal. Wo ist der hin? Flammendreifachachsel. So doof, dass ich dich nur mit der Schaufel vernichten kann. Kann ich dich vielleicht von dem Teil da ein bisschen weglocken? Komm. Komm hier, du willst meinen Booty. Du willst ihn haben. Ja, das funktioniert. Ja, komm. Ja, komm. Funktioniert. Ich habe Miso gefunden. Vielleicht kann ich ihn ja in die Luft jagen. Wir wissen es erst, wenn ich es probiert habe. Selbst die Bombe juckt den nicht. Man braucht echt diese Schaufel. Ach komm, dich nehme ich auch noch mit. Was?
Oh, ich muss die Harpune aufbessern. Eine Rotbrasse. Mann, ich will dich haben. Ich hab dich noch nicht. Das weiß ich. Komm her. Ein Dreizahnkugelfisch. Ja, komm, schnapp in die falsche Richtung. In deine hässliche Visage. Nein, du bist ein wunderschöner Fisch. Der mich gerade gebissen hat. Warum kann ich dir eigentlich keine runterhauen? Wenn du so nach mir schnappst. Ja, ich habe etwas Korallenbrei mitgebracht. Oh, was ihn tatsächlich mitgebracht? Scheint in Ordnung zu sein. Ramo, das ist Korallenbrei. Ich habe ihn selbst zubereitet. Ein Scheißdreck hast du. Oh, es geht mir schon viel besser. Ich habe Karl-Martin-Tentakel gesehen. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Hallo, ein Mensch! Was macht denn ein Mensch hier? Nun, man könnte sagen, dass ich dich gerettet habe. Ich habe den Riesenkalmar besiegt und dir den Korallenbrei gebracht. Hm, ist das so? Warte, Ramo, so war es nicht. Ich bin eigentlich derjenige, der... Also gut, Mensch, du sollst mich in mein Dorf zurückbegleiten. Ich? Warum sollte ich das tun? Ich bin eine Dame und ich bin verletzt. Du musst verhindern, dass etwas Gefährliches passiert. Ramo, ich kann dich begleiten. Zu Wappen, geh voraus und kundschafte unseren Weg aus. Was? Wie kannst du dich von einem Menschen begleiten lassen? Ich kann dich beschützen und... Du kannst nicht einmal Dorftaktikprüfung... du hast nicht einmal die Dorftaktikprüfung bestanden. Es war schon schwierig genug, hierher zu kommen. Hörg, das ist ein Wunderpunkt für mich. Zu Wappen, hör auf, dich zu beschweren und halte Ausschau nach dem Weg, der vor uns liegt. Was dich angeht, Mensch, so wirst du mich auf deinem Rücken tragen müssen. Auf meinem Rücken? Ist doch so schon schwer genug, sich hier unten zu bewegen. Aber meine verletzte Flosse tut schon wieder so weh. Du bist unmöglich. Ich bring dich ins Dorf und das war's. In Ordnung. Bin gespannt, wie viel du wiegst. Klang mit Ramo auf deinen Rücken sicher zum Zielort. Ramo hat die Fähigkeit, Röhrenwurmpfade zu öffnen. Achte genau auf deine Umgebung und eskortiere sie sicher. Okay, ich brauche die UV-Lampe nicht, solange ich dich habe. Das klingt nett. Oh, ich muss die Taste gedrückt halten. Und ich kann auch nicht Gas geben. Okay. Ich muss noch ein Stückchen schwimmen. Ich habe eh nicht vor, hier unten nochmal hinzukommen, ne? Da kann ich ruhig die Luft hier mitnehmen. Kannst du bitte dauerhaft bei mir bleiben? Dann brauche ich die Kack-UV-Lampe nicht mehr. Ich finde es schön, wie ihr Gewicht nicht dazu gerechnet wird. Sonst hätte ich 100 Kilo mehr zu schleppen. Wer hat das gesagt? Ach komm, jetzt muss ich sogar standardmäßig hier unten, wo der Hai ist. Gut, dass ich den vorher weggemacht habe.
Gut, folgen wir. Pass auf, dass Ramo nicht verletzt wird. Ich will das auch können. Das ist so eine praktische Fähigkeit. So, wo ist der Heini jetzt? Ach, da unten bei den Krabben. Gut, dass ich den Hai schon weggemacht habe. Sonst müsste ich ihn jetzt wegmachen. Was war das gerade? Was ist das für eine Vibration? So eine starke erlebt man nur selten. Ist das was mit dem Dorf geschehen? Du musst schnell zurück. Beeil dich, Mensch! Ja, ich wäre schneller, wenn du selber schwimmen könntest. Werte Fischdame. Habe ich die Kiste hier nicht gerade eben geöffnet? Warte, ich lasse dich einmal ganz kurz da stehen. Ich komme sofort zurück, Mädel. Gekauft. Wenn ich schon dabei bin. Lieber ein Scharfschützengewehr als eine Achse. Ich finde es süß, wie sie sich an meinem Hals festhält. Na, mein Krabbenfreund, willst du ein Stück von ihr? Ich weiß, sie sieht saftig aus. Stimmt ja, hier hinten ging es ja auch runter, ne? Gut, dass ich noch gewartet habe. Sind hier so knapp bei den 200. Ich glaube, ich sollte demnächst auch wieder den Tauchanzug verbessern. Hey Mensch, sag los, du bist schon müde. Bring sie vorsichtig her. Wisst ihr, ihr könntet noch mal ein bisschen freundlicher sein. Ihr seid echt unhöflich. Jetzt noch mal 50 Meter ungefähr wieder nach unten. Ist so eine Wand, da würde ich mich so fragen, kann ich die aufsprengen, wenn ich es versuchen würde? Ich glaube, das ist eine neue Quallennaht. Hallöchen, wollt ihr mein Inventar? Aua, die explodieren. Okay, ich lasse die in Ruhe. Ich glaube, für die nehme ich lieber die Netzkanone. Wenn ich eine dabei hätte. Na, ich fange euch beim nächsten Tauchgang. Bitte lasst jetzt nichts Böses nochmal sitzen. Ich lasse dich mal kurz da stehen. Dann habe ich wieder Munition. Oh, was bist du denn? Siehst auf jeden Fall friedlich aus. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Noch nicht. Okay, ich bin bei den 220 Metern. Und wenn das Tauchen noch mal tiefer sein wird, dann brauche ich auf jeden Fall einen Tauchanzug-Upgrade. Ach, jetzt kriege ich den scheiß Spaten. Danke, Spiel. Du mir auch. Ich glaube, ich bin leicht falsch abgebogen. Muss ja nach links. Oh, da wartet mein Gummihühnchen.
gut, dass du diese Röhrendinger einfach wegmachst, wenn ich in die Nähe komme. Kann ich dich hier durchsnipen? Ich kann. Ah, okay, die kann man auch wirklich nur mit Netzkanone wahrscheinlich fangen. Oder man lässt sie schlafen, eins von beiden. Weil das Scharfschützengewehr hat die jetzt auch explodieren lassen. Ich muss dringend meinen Tauchanzug upgraden. Ich verliere auch wesentlich mehr Sauerstoff. Was ist los, mein Freund? Amor, unser Weg hinein wird von Felsen versperrt. Oh nein, wann ist das passiert? Das müssen die Vibrationen von vorhin gewesen sein. Jovan, lass dir was einfallen. Ich muss schnell zurück, bevor ich noch übleren Ärger von meinem Vater bekomme. Vielleicht können wir einen Weg frei machen, indem wir den losen Felshaufen dort drüben zum Einsturz bringen. Wenn wir ihn umstoßen und zu Fall bringen, könnte das glatt klappen. Nun, ich schätze, es könnte funktionieren. Aber wie bringen wir die Steine zum Fallen? Ich sehe dort drüben einen Fall. Vielleicht sollten wir ihn hier herausziehen. Mensch, kannst du den Fall da drüben herausziehen? Der Fall? Ich glaube, mit den Handschuhen, die ich trage, verletze ich mir nur die Hände. Ich könnte es wahrscheinlich mit Handschuhen machen, die fester sind und einen besseren Halt bieten. Nee, Verzeihung, ich habe das Mikrofon mitlaufen lassen, weil ich vor Neugier gestorben bin. Worüber habt ihr euch unterhaltet? Wenn du veredelte Taucheranschuhe benötigst, kann dir mein Labor sicher weiterhelfen. Neue Handschuhe? Ausrüstung geht Hand in Hand mit Erkundung, nicht wahr? Komm zum Boot. Ich glaube, es muss einen Weg geben. Kannst du einen Moment hier warten? Moment mal, Mensch, du willst Ramon an einem so gefährlichen Ort zurücklassen? Zum Glück bin ich ja hier, um sie zu beschützen. Komm trotzdem schnell zurück, ja? So eine Pfeife. So faul, ich brauche eh nicht. Ich gehe ja jetzt eh nach oben. Okay, auf jeden Fall Tauchanzug upgraden. Sonst kann ich den Schmalen komplett vergessen. So, da ist ein Anruf von Dr. Bacon. Der Weg zurück zum Dorf des Seevolks, Wie faszinierend! Mindabo hat einige Taucher in der Schule entwickelt, die für die Bergung von Artefakten verwendet werden können. Verstehe, damit sollte ich den Fall rausziehen können, ohne dass mir die Hände abrutschen, richtig? Aha, natürlich. Sie haben verschiedene eingebaute Sicherheitsmaßnahmen, mit denen du neben Feen auch viele andere Gegenstände bewegen kannst. Der lange Tauchgang muss anstrengend gewesen sein. Ruh dich aus, ich erkläre dir morgen die Details. Ich komme morgen früh zum Boot, ja? So groß war der Hai. Oh, Bancho. Dave, bist du beschäftigt? Gerade nicht, worum geht es? Wir haben einen seltsamen Gast an der Tsushiba. Könntest du einen Moment herüberkommen? Kann ich als Mörder nicht ignorieren, ich komme sofort rüber. Ich wäre so oder so rübergekommen. Ach, verhandeln kann ich ja eh gerade nicht. Erstmal Eco-Watcher, bevor ich irgendwas tue. Wisst ihr, wenn ich diese Aufträge mit den Tintendrücker und den Barracuda nicht ständig bekäme, würde ich die gar nicht erst einsammeln. Was genau will das Teil von mir? Will es mir mitteilen, dass ich genau eins herstellen kann? Obwohl mir das Geld eigentlich fehlt? Ich
Oder will er mir nur mitteilen, dass ich kann ein Unterwassergewehr herstellen? Also auf jeden Fall brauchen wir da das Upgrade. Sonst können wir das da unten, wie gesagt, vergessen. Da ist gerade noch mehr mit dem Boot gerade rangefahren, falls ihr das gesehen habt. Also wir machen jetzt nur noch den einen Abend hier und dann ist Schluss. Ich habe gerade die Uhr gesehen. Ja, da besäuft sich schon mal, ne? Hm? Wir haben doch nicht offen, Kleines. Hallo, Kleines? Du bist eine Schülerin, oder? Wir haben noch nicht offen, komm später wieder. Hör mal zu, du Piep! Ich habe dich schon das erste Mal verstanden. Also hör auf zu labern. Wie bitte? Es tut mir leid. Das war nicht ich. Du blöder Kugelfisch! Hol mir Essen los! Was um alles in der Welt geht hier vor sich? Ich glaube, ich habe von so etwas schon mal gelesen. Es gibt eine Therapiemethode, bei der traumatisierte Kinder durch Puppen sprechen. Puppe? Wie kannst du es sagen? Ihr Idioten verdient es nicht zu leben! Ich glaube, das könnte etwas Kompliziertes sein. Fragen wir sie erst, was sie möchte. Kombu! Und die Wolken, und weiße Pferdemerkele, und zwar sofort! Das klingt nach einem Gericht für ältere Herren oder so. Ich weiß zwar nicht, was genau vor sich geht, aber wir sollten ihr bringen, was sie möchte und mit ihr reden. Kombu und Oshazuke aus weißer Pferdemakrele. Schauen wir uns erst einmal die Zutaten an. Habe ich die Zutaten überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Da, ich kann es tatsächlich einmal herstellen. Kombu Oshazuke mit weißer Pferdemakrele. Setze ich dann auf jeden Fall auf die Karte. So, das können wir verbessern. Oh, ich sehe jetzt schon mein Geld in die Höhe schießen. Los, zieh dein legendäres Schwert. Wie stark schneidet der eigentlich, dass da so eine Schockwelle entsteht? Der will auch der beste Schwertkämpfer werden, wie Zorro. So, direkt nochmal veredeln, ne? Alter, 152! 180! Das Ding macht mich reich! Davon will ich bitte 5 auf der Karte! Wenn die sich gut verkaufen, dann Junge. So, ich guck gerade. 6, 9, 14, 16, 20, 23 Gerichte haben wir auf der Karte. So, das, was die haben will, das bringe ich auch persönlich vorbei. Ach, der will auch noch reden. Wer wagt es, mich zu stören? Tut mir leid, wir haben noch nicht geöffnet. Du kannst nicht einfach so reinkommen. Na, wenn du mal nicht streng bist. Ich habe nur ein paar Worte geäußert. Ich war schon lange nicht mehr am Strand und das weckt alte Erinnerungen. Ich war ein großartiger Taucher, bevor ich eine Harpune ins Knie bekam. Du warst also ein Taucher? Ich bin auch ein Taucher. Hehe, dann kennst du sicher den Traum des Tauchers, in allen Meeren der Welt zu schwimmen. Korallenwälder, Pottwalherden, Kämpfe um Leben und Tod, Tigerhaien. Da fällt mir ein Gericht ein, das ich sehr gerne essen würde. Welches Gericht meinst du? Als ich klein war, war in meinem Fischerdorf das Muränen-Curry berühmt. Ich kann den Geschmack einfach nicht vergessen. Wenn du vielleicht dieses Gericht zubereiten könntest, ich werde dir ein schönes Geschenk machen, hä? Muränen-Curry? Muränen verstecken sich zwischen den Felsen, was es schwierig macht, sie zu fangen. Wie kommt man an Muränen ran? Naja, du weißt, wie man taucht, aber von Ökologie hast du nicht so viel Ahnung, was? Muränen sind nachtaktiv und kommen nur nachts heraus. Besitzt du auch Rüstung zum Nachttauchen? Oh, ich habe kürzlich eine Taschenlampe bekommen. Das sollte erst einmal genügen.
Marines sind nachtaktiv. Bitte geh nachttauchen und fang eine Marine, um meinen Wunsch zu erfüllen. Ich bin schon lange nicht mehr nachts tauchen gewesen. Vielleicht versuche ich es mal. Du kannst jetzt einmal pro Nacht tauchen. In der Nacht sind viele garstige, nachtaktive Fische unterwegs. Aber du wirst auch exotischen Fischen begegnen. Ach, das steht auf die Öffnungszeichen in der Sushi-Bar. Okay, das machen wir aber nicht mehr heute. Wir öffnen jetzt die Sushi-Bar. Und dann bringe ich ihr das, was sie haben will. Moment. Ihr wisst, womit ich rechne. Ich komme! Wie geil war das denn? Hat die an Papa einfach mal eben kurz getanzt? Warum weinst du denn plötzlich einfach los? Es schmeckt einfach zu gut, du Bieb! Es ist einfach zu gut! Mein alter Nachbar ließ es zu gut! Es erinnert mich an meinen Papa. Es geht hier vor, Kleine. Mein Name ist Maki und ich suche nach meinem Papa. Papa brach vor einer Weile auf, um die Tiefen zu erkunden. Aber ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Sein Lieblingsessen war Kombu und Osha Azuka aus weißer Pferdemakrele. Und ich habe gehört, dass es das hier gibt. Also kam ich vorbei, weil ich dachte, vielleicht wäre er hier. Das tut mir leid, wenn ich jemanden sehe, der wie dein Vater aussieht, werde ich es dir sagen. Was ist das für eine Puppe? Das ist eine Seeigelstofftier. Mein Papa gab mir das, bevor er ging. Oh, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Es geht um Seeengel. Ich habe noch nie einen echten Seeengel gesehen. Kannst du mir einen fangen? Einen Seeengel? So etwas Kleines kann man nicht mit einer Harpune fangen. Das können wir tun. Könnten wir das hier benutzen? Oh, ein Insektennetz. Das könnte funktionieren. Alles klar, ich werde es ausprobieren. Worauf wartest du? Du Ballons, zieh deine Strumpfhosen an und spring ins Wasser! Oh, es tut mir leid. Ich kann meine Gefühle nicht gut kontrollieren. Hat er mich gerade Ballons genannt? Genau so hat er halt geguckt. Okay, du kannst das Insektennetz verwenden, um kleine Kreaturen wie Seepferdchen und Seeengel zu fangen und die sich nicht mit der Harpune erwischen lassen. Auch was Neues, das wir nächstes Mal ausprobieren können. Ich gehe nochmal das Wasabi auffüllen, ne? Ich habe dein Gericht leider nicht, weil ich habe noch keine Moräne gefangen. Das Nachttauchen, das probieren wir auch beim nächsten Mal aus. So, nichts anderes machen, als das Teil hier aufzufüllen. Obwohl, Bier will ich auch einschenken. Was genau sind denn 20%? Ich sehe jetzt gerade übrigens, der macht das Wischen nicht von da hinten. Das Wischen muss ich nach wie vor selber machen. Sprinte, Dave, sprinte! Wenn ich schon hier stehe. Nächstes, das kriege ich perfekt hin. Noch muss das Wasabi nie aufgefüllt werden. Alter, kriege ich gerade tatsächlich mal alles verkauft zur Abwechslung? Ich glaube, ich habe alles verkauft bekommen. So, jetzt wird uns der Professor noch ansprechen, ne? Also Dr. Bacon. Ja, da kommt er.
Hier sind deine... Dies sind spezielle Taucherhandschuhe aus unserer Forschungswerkstatt. Mit denen kannst du verschiedene Objekte im Wasser aufnehmen. Warum probierst du sie nicht gleich aus? Spring ins Wasser. Das mache ich aber nicht mehr heute. Ich will gerade nicht. Ich bin gezwungen, ins Wasser zu hüpfen. Ich will eigentlich gerade gar nicht. Ich will Schluss machen. Zumindest für heute. Ach, damit kann ich denn diese Steine aufheben, oder wie? Bei Objekten, die man aufnehmen kann, erscheint eine Schallfläche, wenn man sich ihnen nähert. Nimm dir erst einmal einen Felsen von diesem Felshaufen da drüben und lass sie dann wieder fallen. Es heißt schwach, es sollte leicht durchbrechend sein. Okay, ich muss das echt tragen. Wow, sehr gut. Wir geben uns nun hinab. Ich bin bewaffnet. Die Strömung ist stark. Schnapp dir diesen Anker, sodass sie dich nicht mitreißt. Gut, du kannst Objekte wie zum Beispiel diesen Anker greifen. Das ist praktisch, wenn du in starke Strömungen gerätst. Ach, das ist jetzt gerade nur ein Tutorial für die Handschuhe, ne? Oh, da hinten ist etwas Glänzendes. Greife den Pfeil vor dir und ziehe an ihm. Ich ziehe... Okay, Quick Times. Und schön, dass mich die Felsen nicht treffen. Ja, gut gemacht. Jetzt ist der Weg offen. Nimm den Schatz weiter oben, bevor du wieder auftauchst. Alles klar, wir sehen uns auf dem Boot. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht abgezogen. Von meinem täglichen Tauchgang. Es sieht so aus, als wäre Dr. Blake nach seiner Erklärung schon wieder abrupt verschwunden. Jedenfalls sehen diese Taucherhandschuhe so aus, als könnten sie sich als sehr nützlich erweisen. Ich habe gehört, dass das Seevolk auf dich wartet. Geh da runter und versuche, den Pfeil herauszuziehen. Ja, aber das mache ich nicht mehr heute. Ich würde nämlich jetzt sagen, wir machen hier für heute Schluss. Ich hoffe, dass ihr alle einen angenehmen Stream hattet. Also sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Wenn es euch gefallen hat, für die YouTube-Zuschauer ein Abo und ein Like da lassen. Die Twitch-Zuschauer natürlich ein Follow. Und von YouTube verabschiede ich mich wie immer als erstes. Liebe YouTube-Gemeinschaft, euch noch einen schönen Tag.